Lukas, die Auslieferung von Julian Assange droht jetzt eigentlich jeden Tag. Und gerade deswegen stellt sich ja die Frage, wie kann die EU eigentlich investigativ Journalisten schützen? Also ich denke, als allererstes natürlich ist das Wichtigste jetzt aktuell, dass sich die EU dafür einsetzt, dass Assange nicht ausgeliefert wird. Weil ich sehe die Gefahr, dass auch an Assange ein Exempel statuiert werden könnte, wenn er jetzt ausgeliefert wird, dass Enthüllungsjournalisten und Investigativjournalisten in Zukunft eben die Gefahr sehen, jetzt aufgrund dieses Beispiels Assange, dass sie halt auch irgendwo ausgeliefert werden nach Amerika oder irgendwo anders hin und dort dann mit erheblichen Gefängnisstrafen eben konfrontiert werden, obwohl sie eben zum Beispiel Kriegsverbrechen offengelegt haben oder irgendwelche anderen Sachen, die halt bestimmten Ländern einfach nicht passen. Und ich denke wirklich, dass es wichtig ist, dass sich die EU auch stark macht, dass diese Journalisten ihre Arbeit machen können, weil Investigativjournalismus unglaublich wichtig ist. Es kommt ja immer wieder durch Investigativjournalismus alles Mögliche auch ans Licht, was sonst nie offengelegt worden wäre. Und gerade deshalb finde ich es wirklich wichtig, dass sich die EU, dass sich die Kommissionspräsidentin auch von der Leyen stark dafür einsetzt, dass Assange nicht nach Amerika ausgeliefert wird, weil eben er dort dann eine sehr lange Gefängnisstrafe absitzen muss. Ist für ihn persönlich natürlich dann auch schlimm, aber ich sehe halt wirklich die Gefahr, dass dann andere Investigativjournalisten sich nicht mehr trauen, irgendwelche Dinge offenzulegen, was sehr schade wäre, finde ich. Und auch unserer Medienkultur extrem schaden würde, denke ich. Es ist uns Piraten ja erstmal gelungen, quasi sie dazu zu zwingen, dass die EU-Kommission sich überhaupt mal dazu äußern muss und ihr Schweigen brechen muss. Denn das ist wirklich Doppelstandard, wenn man einfach bei Julian Assange wegschaut, nur weil er von einem verbündeten Staat jetzt verfolgt wird und nicht von den Lieblingsfeinden und Gegnern.